Heute Morgen habe ich diesen Anruf bekommen. Hallo? Dagmar, hey! Heute? Okay. Die Einladung steht schon lange im Raum, aber heute passen zum ersten Mal alle Gegebenheiten und sie steht unmittelbar bevor. Meine erste Fahrt in einem Heißluftballon. Kurze Zeit später erreiche ich den Startplatz und lerne das Team kennen. Viktor, Rentner und selbsterfahrener Ballonpilot, wird uns auf der Fahrt im Korb begleiten. Helfende Hand ballonbegeistert und ein guter Freund der Pilotin ist Christian. Er wird beim Auf- und Abrüsten mit anpacken und das Verfolgungsfahrzeug steuern. Und last but not least, Dagmar, Eignerin des Ballons und passionierte Pilotin mit jahrelanger Ballonerfahrung. Ein nettes Team und beste Windverhältnisse bei klarem Wetter. Gute Voraussetzungen also für unsere bevorstehende Fahrt durch die Lüfte. Aber bevor es losgehen kann, muss erstmal kräftig angepackt werden. Muss auf Anweisung unserer Pilotin Dagmar alles ziemlich schnell gehen. Wir springen in den Korb, Christian löst das Sicherungsseil und wir geben uns ganz den Launen des Windes hin. Und dann beginnt unser faszinierendes Abenteuer zwischen Himmel und Erde. Früher galt der Himmel als ein den Göttern, Engeln und Dämonen vorbehaltener Lebensraum. Aber die Faszination des Schwebens durch die Lüfte, ob fahren oder fliegen, scheint schon damals für viele Zeitgenossen größer als die Angst vor dem Unbekannten gewesen zu sein. Und seither zieht sie Romantiker und Abenteurer gleichermaßen in ihren Bann. Friedlich die Welt von hier oben wirkt. Wie mögen die Menschen die allerersten Ballonfahrten erlebt haben? Welche Ängste begleiteten sie und welche Visionen trieben sie an? War es der Traum von Freiheit und Frieden unter den Völkern oder doch eher der Kriegsgedanke? Nein, ganz sicher nicht.